Na, meine werten Freunde, lassen wir wieder zurück bei Guild Wars 2 mit dem Skyline. Hallo! Und ja, in der letzten Folge war der Sky mit der Erkundung von der Schwarzen Feste beschäftigt. Oder beziehungsweise mit zwei Aussichtspunkten, mit zwei unentdeckten Sehenswürdigkeiten. Die links und rechts direkt neben mir sind Schweinerei. Ja, die sind bestimmt irgendwo so zwischen Himmel und Erde. Verdammt. Und zwischen Norden und Süden. Ja, das auch. Ich war halt während dieser Zeit beschäftigt, ein bisschen zu leveln. Ja, weil ich nicht geschillt habe. Ich habe mir die zwei Levels nämlich schnell gemacht. Also, ja. Ich würde mir das nur meinen Verschlinger als holen, ne? Das war hier unten. Und danach werden wir erstmal Geschichte weiterspielen. Also habe ich gedacht, dass... Habe ich mir so gedacht, dass wir jetzt Geschichte weiterspielen. Okay. Und warum ist der Brügelchen noch dabei? Huch, was ist das denn? Boah, ist das schlecht. Ich kann nicht in den Lavakrater springen. Was das schlecht gemacht. Voll unrealistisch und so. Also in WoW geht das. Dass du in die Lava springst, kriegst halt die ganze Zeit Schaden. Hier geht's nämlich runter. Waffenkammer, was weiß ich. Interessiert mich gerade nicht. Ernsthaft jetzt per Voice nervt. So. Er ist doch nicht scheiße, meine Maus ist verschwunden. Willkommen bei den Verschlingergehegen. Ich ziehe die stärksten und am meist gefülltesten Verschlinger von ganz Tyria groß. Wie macht ihr das? Schön, dass ihr fragt. Wir haben diese Verschlingerweibchen gefangen und jetzt nisten sie hier. Wir brüten ihre Eier aus und richten die neugeborenen Verschlinger dazu ab, uns zu dienen. Sklaverei. Sie kämpfen zusammen mit unserem Trupp auf dem Schlachtfeld. Wir richten sie ab, damit sie auf Kommandos wie Töten reagieren. Mit ihnen können wir im Kampf viel besser auf die Gegebenheiten reagieren. Ich bin beeindruckt, danke. Und... Nein. Und? Oh, ist das so klar. Das ist so klar. Kaum will ich mich irgendwo hinporten. Ach, ungekämpftes Territorium. Wirst du zum nächstliegenden Aussichtspunkt teleportiert. So, wir haben uns gerade ein schönes Video angehört. Und jetzt gucken wir mal gerade. Hier haben wir ein Weibchen. Hier haben wir ein Weibchen. Mhm. Geiselschwanzweibchen. Da habe ich doch letztens eins gesehen mit meinem anderen Account. Wie dumm ist das denn? Wo ist denn hier? Bin ich jetzt blind? Vielleicht. Oh ja, Felsen und Gebüsche. Und Bäume. Sowas sieht man gerne. Geiselschwanzweibchen. Wo ist denn ein Junges? Ich muss die Jungen haben. Also ein Junges muss die doch irgendwo rumlaufen. Geiselschwanzweibchen. Ey, bei den anderen liegt doch hier ein Junges rum. Oh. Ich muss jetzt wieder in die Stadt zurück. Eine Ausrüstung ist halb kaputt. Dann muss ich nicht extra zur Stadt zurück. Ich liebe es einfach, ein Lehrling des großen Drottot Geißelschwanz zu sein. Wenn er so großartig ist, warum habe ich dann noch nie von ihm gehört? Er ist der größte Verschlingerzähmer, den die Welt je gesehen hat. Und er ist gleich dort drüben. Was macht ihn denn so toll? Nun, ja, er hat Verschlinger für den Imperators Eisennägel abgerichtet. Und er ist wirklich stark. Er hat diese Dinger ersonnen, die Verschlinger zu sich locken. Dinge, mit denen man Verschlinger herbeiruft. Ja, ihr wisst schon, die Dinger, mit denen man die Mütter dazu bringt, ihr Nester zu verlassen. Die machen ein Geräusch, das die Mütter anstachelt. So können wir unsere Eier zurückholen. Mehr Verschlinger abrichten. Interessant, danke, Kleines. Aber ich finde einfach nicht mehr das Verschlinger-Männchen-Baby-Ding.
Schlingerjunges. Den finde ich nicht mehr. Hallo, suche Events. Lol, ich bin versteinert. Kaboom. Was ist das denn hier? Arbeiterin. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Ist er tot oder was? Kaldara, der Unerschrockene. Hä? Was ist hervorragend? Was geht denn hier für einen Film ab? Wo rennt die hin? Okay. Ich wollte jetzt einfach mal, wo bin ich hier? Wo repariere ich meine Ausrüstung? Willst du mich jetzt? Ah, jetzt bin ich hier. Aber hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich suche immer auf einen Verschlinger, Junge. Das gibt's doch nicht. Gesundheit. Danke. Langfinger Deluxe. Auch sehr schöner Name. Lockt Verschlinger raus, um an ihre Eier zu kommen. Okay, machen wir das einfach mal. Vielleicht ist dann ja ein Junges auch mit dabei. Okay, dann wollen wir uns mal jetzt deren Eierchen holen. Okay, jetzt muss ich hier betteln. Ich muss mir schnell die ganzen Eier dann holen. Alter, ich sehe kaum was. Jetzt mal ehrlich, wo repariere ich mein Equipment? Oh nein, was für ein Equipment? Das, was ich anhabe. Held, Ausrüstung. Ja, das muss ich aber reparieren. Achso, dann musst du zum zum komischen Typen gehen, der ein zerbrochenes Schild hat. Achso. Ach da. Glaube ich. So ein rotes zerbrochenes Schild, oder? Ja, genau. Okay. Ah, boah, ist das doof. So, mal gucken, ob wir genug Eier gefunden haben. Ich glaube, mein Charakter steht irgendwie auf SM. SM? Ja, der sagt die ganze Zeit, los, schnack mich! Und ja... Warum sind schon wieder so viele Leute online heute? Ich weiß es nicht. So. Boah, der Junge hat aber ziemlich krasse Stimme. So, ist noch jemand, der hilft jetzt noch ein bisschen hier. Sehr schön, dann geht es wieder ein bisschen schneller. Anschalten. Boom. Ich vermisse irgendwie mein Zweihandschwert. Warum hast du es nicht? Weil ich schwächer war. Oh. Ich hätte auch so eine mega krasse Axt dann bekommen, aber die konnte einfach mal nix. Ja, das ist das also, Problem. Sprich, die konnte zwar was, aber die war halt nur klein, so eine Einhand-Axt halt. Und man will ja Schaden auf Doom machen. Ah. Deine Katze, ist der Burner? Meine Katze, ey, das ist ein nervtötendes Biest. So. Huch, was ist das denn jetzt? Oh! Okay. Zack, ausreichen. Bleib weg, du Biest.
Feinhagel. Los, Random Buff, gib mir einen Speed Booster. Schafft. Perfekt. Junges Pfeifschwanz, da haben wir doch. Zähmen. Ihr könnt folgende Kreatur zähmen. Junge Peitschenschwanzverschlinger. Peitschenschwanzverschlinger sind besonders tödliche Distanzangreifer, die ihre Beute mit Gift und Wandstacheln aus der Ferne niederstechen. 8. Was ist eine 8? Ja, ich möchte es ausrüsten. Jawolski, wir haben ein neues Begleitertierchen. Yeah. Warte. Ich brauche mal eine Yeah-Stimme, warte. Yeah! Auf jeden Fall. Und wir haben ein neues, präzises beschlagene Wams. 52 14 Präzision. Es ist, 52. Besser als unser jetzt, als unseres. Also wechseln wir das Ganze mal. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal kurz, unsere Farben ändern. Und dann können wir uns endlich der Geschichte wieder zuwenden. Yeah! Ich mach grad ein Ereignis. Das, was wir immer verloren haben. Ohne mich, oder was? Ja. Es sind gerade extrem viele Leute hier. Ja, fick dich einfach nur. Du willst ja in der Stadt Wasser machen. Ja, bitte einfach da machen. So, wir werden uns später mal über eine coolere Farbaussicht mal streiten können. Aber erstmal werden wir jetzt das Schwarz-Golden machen. Was ist denn der Typ für eine Klasse, ey? So, jetzt ich mal kurz gucken, wo du bist, dann... Oh, ich kann ja nicht mal in der Nähe des Dings spawnen. Okay, komm. Ich bin jetzt auf dem Weg dahin, ne? Dann machen wir das mal schnell und dann aber die Geschichte. Jasmir. Es sind mehr als 10 Spieler hier gerade. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Nach Verdania City. Auf meine Reise. Bin ich der Beste? Katze. And I miss you, möchte bei dir sein, weil wir doch zusammengehören. Warum können die Leute Monster beschwören? Ich will auch. Also ihr hört nicht. Ist das rassistisch? Okay, ihr seid noch gerade am Anfang. Alter, ist hier viel los, Digga! Aha. Eine Hausparty hier. Ey, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ne, dann weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich werden die meisten jetzt abhauen gleich. Ey, meine Maus ist weg, nicht schon wieder. Bei 42 oder so haben wir wieder angefangen. 43 haben wir angefangen weiterzumachen, ne? Wir sind gerade bei 13 Minuten. Gut. Gut, dass ich das bei mir sehen kann. Ja, ich lasse immer in einem Stück komplett durchlaufen. Ach so. Jetzt du kleine miese Rattensau. Ach, wieso? Der steht ja noch. Okay. Kujo, so, jetzt müssen wir die eine Person ansprechen, damit wir, damit es gleich weitergeht. Ja, den müssen wir jetzt ansprechen, schnell. Ansprechen, damit die anderen nicht abhauen. Sehr schön. Yeah. Woo! Ich will das jetzt endlich mal schaffen, dieses miese Event, ne? Ja. Lol, die sieht einfach mal aus wie, Schinken. Was? Was? Schinken? Ja, wie hier, wie heißen der nochmal? Neji. Wer? Neji. Da wollte mir doch echt einer weiß machen, dass Sakura nicht die unnötigste Person bei Naruto ist, sondern Ino. Ich habe gesagt, du findest Ino auch nur unnützlicher, weil sie halt selten vorkommt in irgendeiner Art und Weise. Gut, dass ich kein Naruto gucke. Ja, es ist traurig, ist das eigentlich. So, wo bleibt er denn? Lappen. Lol, mein Verschlinger ist einfach mal nur Level 8. Achso, wir wurden hier reduziert auf 8. Guck mal, das ist mein Verschlinger. Sieh mal. Bleib doch mal stehen! Du sollst nicht schneller werden, du sollst stehen bleiben! Guck mal hier, mein Verschlinger. Ist ja nicht süß. Und da ist mein Mini-Falke. Ich bin Mini-Falke.
Dieses Bluthold, das ist das Ding deins? Nee, es ist junger Peitschschwanzverschlinger. Der Fleischgolem ist cool. Alter, was geht ab? Ich weiß nicht, auf was ich baller, aber ich baller einfach mal. Nein, ich hab doch einen Peitschschwanz und einen Mini-Falken hab ich. Das ist unglaublich, ey. Katzen sind so. Ja, und ich weiß, was hier gerade los ist. Ich hab auch keine Ahnung, Alter. Mach doch nicht immer dann, wenn ich aufnehme. Vor allem jetzt mal bei Guild Wars. Ja, jagt euch lieber gegenseitig, aber lasst mich in Ruhe. Durchsuchen, beschlagene Hose und Stampfsperrschleuder. Das nehmen wir mal mit. Alter, hier lohnt sich kaum, irgendeine Attacke einzusetzen. Die sind alle sofort weg, Alter. Ja, das Gute ist, meine Auto-Hits, die treffen drei Gegner auf einmal. Ich bin gerade am gucken, ob da irgendwie... Huch, da ist meine Maus. Ob das alles gleiche, Gilden-Leute sind, aber es sind so zwei, drei verschiedene Gilden halt. Ja. Ich glaube, jeder haut einfach nur irgendwas rein und hofft, irgendwas zu treffen. Ich glaub's auch. Einfach einen Flächenskill reinhauen. Ja. Das Geile ist, ich muss einfach nur auf Schießen drücken, der sucht sich automatisch die Pfeile, die Gegner raus und ballert die Pfeile einfach nur. Muss ja nicht mal, mach ich ja auch die ganze Zeit. Muss ja nicht mal in der Nähe sein, ich muss einfach nur Pfeil schießen drücken. Und das Gute ist, wie gesagt, mein Auto-Hit trifft drei Gegner auf einmal. Nein, da ist einer umgekippt. Haha, Barek. Sorry, soll man ja gar nicht sagen, ne? Das ist eh nur ein Asche-Legions-Speer, also von daher. Wir sind viel zu weit. Au. Hä, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Was geht ab? Müssen wir jetzt zurück? Normal. Hä? Oder? Doch. Und die rennen immer weiter rein. Hä? Ne, wir müssen ja jetzt zurück. Jetzt explodieren die ganzen Altäre. Oh nein, so ein Bug oder sowas jetzt wahrscheinlich. Ne, die meisten laufen schon alle zurück. Ja, hier ist jetzt das erledigt. Aua! So. Auf dem Weg. Tut mir leid, Asche-Legion-Typi, ich muss dich leider. Ach, ja, wir sind jetzt das Dings beschützen, das Zelt. Ja, ist klar. Das Schlimme ist, je mehr Spieler hier sind, desto stärker werden die Dinger auch. Ist doch geil, das andere wäre ja langweilig. Ich will es schaffen. Wir müssen das 7 Minuten überleben, ne? Ja, es wird ja wohl zu schaffen sein, Alter. 30.000 Leuten da, ey. Ich bin auf dem Weg. 1 Stunde haben wir jetzt genau. So, ich renne einfach hin und drücke jetzt erstmal schießen. Scheiß drauf, ob ich irgendwas treffe oder nicht, aber Hauptsache, ich bin jetzt erstmal dabei. Bam, 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 bam. Alles mitgenommen, Alter. So, ich bleib jetzt erstmal auf dieser Seite hier stehen. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin unsichtbar. Bam, Alter. Und Fall. Meine Güte, Alter. Alter, wir müssen das jetzt hinkriegen, Alter. Oh, Alter, was ich alles treffe, ey. Alter. Ey, unglaublich. Komm, fuck, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite! Komm schon! Boah, jetzt kommt der Sound nicht raus. War die ganze Zeit ruhig hier. Huch, was ist jetzt los? Ja. Bist noch da?
Ja, mein Internet war gerade weg. Nein, das macht keinen Scheiß. Ja, ist so. Ich laber keinen Scheiß. Aber bei mir stehst du noch. Du bist noch bei mir im Spiel drin. Ja, jetzt bin ich wieder im Game drin. Einfach eiskalten Disconnector gehabt, So was hat man gerne. Zack, 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 Alter. So, wir sind erstmal gerade bei knapp 4 Minuten angekommen, ey. Oh, hä? Ja, das müssen wir doch schaffen. Jetzt mal ehrlich. Ich zweifle ein bisschen an unserem Können, wenn wir es nicht schaffen. Das kannst du nie im Leben zu zweit schaffen, jetzt mal ehrlich. Kann man schaffen, nur es ist halt echt extrem schwierig, ey. Du musst. Ja, dann brauchst du wie die ganzen anderen noch 5000 Viecher, die du beschwören kannst. Jetzt mal ehrlich, hier sind 10.000 Leute. So, ich werde mal einen Flächenskill gerade rausholen, weil jetzt müsste eigentlich gleich hier welche über uns spawnen auf der Seite. Damit diese alle erwische. Mal einen flächendeckenden Skill rausholen. Jo! Bam, 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 bam. Oh, und die anderen rennen auch noch schön rein. Perfekt. Alle mitgenommen. Mit meinem Flächenskill alles gemacht. So, Leute, könnt nach Hause gehen. 10 Milliarden Items. Ich hab noch nicht eins durchgeguckt, richtig, ey. Weil ich nämlich nicht weiß, was ich das alles machen soll. Irgendwer könnte mir was voll Wichtiges haben, weißt du? Warum? Ja, keine Ahnung, halt irgendwas Item-technisches hier, Rüstungstechnisches. Glitzerstaub zum Beispiel, der ist extrem nützlich. So, ich werde jetzt einfach durchgehen auf alles mitnehmen drücken die ganze Zeit. Durchsuchen, mitnehmen. Wisst ihr? Habe ich irgendein Rüstungsteil schon mitgenommen. Ich laufe jetzt echt gerade nur durch und drück einfach nur ausrüsten, mitnehmen oder alles mitnehmen. Mache ich auch die ganze Zeit. Ah, das habe ich noch eine Rüstung mitgenommen. Sehr schön. Ich glaube nur Bullshit. Ich habe die ganze Zeit nur Schleim und Staub. Richtig. Glaube ich auch die ganze Zeit. So, aber das ist auch das Minuten Einzige. Knapp. Ja, ist ja easy. Ja, ohne uns hätten die das eh nicht gerissen. Ja, ganz ehrlich. So, hier liegen 5 Leichen, 5000 Leichen rum und sowas. Ernsthaft, Alter. Und nochmal! Grüßen kann ich hier nur, okay. Und die nächste Folge ist auch schon wieder fast vorbei, ne? Wir haben ja nicht die Geschichte gespielt, wie wir es eigentlich vorhatten. Ja gut, machen wir den nächsten. Immer in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten. Irgendwann ist es wirklich die nächste und dann, ja? Dann können wir sagen, wir haben es ja gesagt. Oh, alte Asche-Legion-Zelt, die sind fast alle kaputt, Alter. Können sie ja nicht schaffen, ey. Doch. Könnten wir verkacken, Alter. Dafür, dass es 7 Minuten gedauert hat, geht das ja eigentlich. So, schnell, Flächenskill, lade ich wieder auf. Okay, Flächenskill direkt rausholen. Warten. Ich bleib mal auf der Seite jetzt hier. Scheiß drauf. Ist da? Ist da irgendwas? Ich glaube, denen sind die Truppen ausgegangen. Nicht gedacht, dass es so schnell geht, wahrscheinlich. Ich glaube, denen sind wirklich die Truppen ausgegangen. Ja, ich vermute auch mal, dass sie halt nur bis zu einer bestimmten Anzahl halt hinschicken. Er hat nicht gedacht, dass es so schnell geht, halt, ne? Boah, das ist ja ätzend, ey. Mein Flächenskill wartet, Alter. Einfach mein Flächenskill aufs Zelt gemacht. Ey, ich hoffe, jetzt kommt noch so ein kleiner Mini-Boss, das wäre geil. Das ist bestimmt noch nicht zu Ende jetzt hier. Huch, was ist das denn? Ach so. Oh, ist das langweilig gewesen.
Oh, ich hätte gucken müssen, wie viel XP das alles gemacht hätte. Oh, ich bin fast Level 18, Alter, da bin ich geworden, ey. Ich war so zwei Drittel hatte ich fertig, den Rest haben jetzt gerade diese ganzen Monster gemacht, Alter. Yes. Levelaufstieg. Und eine Kiste. Tägliche Events Kurupee. Plus 5 Heldenpunkte. Ich hab 5 Heldenpunkte bekommen. Oha. Und eine Truhe des Helden. Welche Farbe habe ich denn jetzt eigentlich? Mann! Pastell-Zitronenfarbe habe ich schon. Eisrosa Farbe weiß ich gerade nicht. Warte mal. Handel. Genau. Pastell-Lila. Was ist das hier? Eisrosen-Lila habe ich. Okay, was ist das? Was war das andere? Licht, Livo, irgendwas, was? Licht-Oliv, Licht-Oliv-Farbe gedünnt, okay. Licht-Oliv-Farbe, was ist das? Ich glaube, das habe ich noch nicht. Nehmen wir die Licht-Oliv-Farbe. Scheiß drauf, ja, nehme ich mit. Inventar, so, mal gucken, was. Alter, 10 Schleimbolzen, okay. So, Handschuhe sind schlechter. Der Wams ist nicht für meine Rüstungsklasse geeignet. Enthält ein Stück flüssiges Karma und 2 Stück Erfahrung. Alter, noch mehr XP. Oh, warum habe ich nicht XP-Erfahrung eingesetzt gerade, ich Idiot? Oh, hat mich so krass nach vorne geschleudert. Scheiße. Geh, geh. 1500 Karma. Sehr schön. So, das war's jetzt hier. Mehr passiert hier nicht mehr. Okay, cool. So. Wie lange haben wir jetzt noch für die Folge? 3 Minuten. Gut, dann lass uns nur zum Dingens hingehen und dann eine neue Aufnahme machen. Ja. Gut. Gut, dass du es angegriffen hast. Ich war gerade Holz hacken. Wäre doof gewesen. Ja, weiß ich doch, ne? Alles getimed. Alles cool. Böse Frauschi Wauschi. Böse. Danke. Das ist eine Hyäne. Ist egal. Eine Hyäne ist auch ein Hund. Was willst du eigentlich? Ohne, ich will noch in dieser Welt bleiben. So, hast du jetzt meinen Verschlinger noch gar nicht gesehen? Zeig mal den Leuten meinen Verschlinger und meinen Mini-Falken hier. Guck dir meinen Bimbo hier an. Ja, hab ich doch schon gesehen. Ist egal da. Ah ja, guck dir das. Verschlinger. Huch, was ist das denn für einer? Das ist mein Verschlinger. Und mein. Ih, der hat 2 Penisse. Ja. Wie war das bei Dodris Eintrag? Um ehrlich zu sein, ist der Kopf nicht das einzige, wovon er 3 Stück hat. Das ist wirklich so. So, und hier ist mein Mini-Falke. Da, direkt neben meinem Verschlinger. Wo? Ach, da, alter Schwede, den sieht man ja gar nicht, ey. Du Heilige. Ja. Gerade mal neue Heldenpunkte skillen, brauchst du meine Maus die ganze Zeit nicht, ne? Ah, ich kann das ja gar nicht skillen. Ich muss jetzt Level 31 werden. Kein Problem. Gib mir 2 Minuten. Helden ja, nochmal. Training hier. Wir können mal ein bisschen was machen. Tierbeherrschung. Was ist denn Tierbeherrschung hier? Euer Tiergefährte ist mächtiger und seine Fertigkeiten laden sich schneller auf. Nicht schlecht. Zieht auf die Augen. Euer Tiergefährte erhält Zähigkeit. Seine Kommandofertigkeiten verursacht beim Gegner in seiner Nähe Blindheit. Mhm. Macht das Tiergefährten. Ein kritischer Treffer gewährt eurem Tiergefährten Macht. Kritischer Treffer. Ich würde sagen, wir trainieren jetzt einmal kurz hier. Kann ich gar nicht trainieren oder was? Weiß ich nicht. Nicht genug Heldenpunkte. 2 Stück, ich habe 11 Heldenpunkte. Ich muss 2 zum Trainieren. Nicht genug Heldenpunkte, was soll das denn heißen? Wahrscheinlich kann ich das noch gar nicht trainieren, okay. Interessant, wann ist das denn? Hast du die anderen davor freigeschaltet? Ich kann hier gar nichts ausrüsten, scheint. Ich guck mal gerade bei den hier kann ich die Kernfähig. Ach so, dann sind die Kernspezialisierung erst ab einem bestimmten Level fähig, okay. Falle, erschafft eine Heilquelle, die euch und eure Tiergefährten eure Verbündete heilt. Ach, das ist gut, das nehmen wir mit auf jeden Fall, Alter. Ja, What? Das nehmen wir mit. Dornfalle,
Stellt eine Falle auf, die Gegner Blutung zufügt und wegschleudert. Was haben wir hier? Flammenfalle, stellt eine Falle auf, die Gegner verbrennt. Vipernest, stellt eine Falle auf, die Gegner beim Auslösen vergiftet. Nice. Cool. Frostfalle, okay. Überlebensausbildung, was haben wir hier? Überleben, ihr und euer Tiergefährte erhaltet mit der Zeit Lebenspunkte zurück. Das nehme ich mit, Alter. Geisterausbildung. Ruft einen Wassergeist herbei, der Verbündeten in der Nähe eine Chance gewährt, geheilt zu werden, wenn sie angreifen. Geile Scheiße! Was kann ich denn hier alles machen, Digga? Ja, ist bei mir genauso. Ich muss hier aber durchlesen, wenn meine Maus wieder funktioniert. Alter Schwede, das ist ja richtig nice. Oh, ich sag mir jetzt nicht schon wieder. Boah, jetzt hat diesmal schon Lag. Aber irgendwie kann ich das nicht aus... Ah, hier kann ich das machen. Heilquelle, yo, wir nehmen die Heilquelle lieber. Mal gucken, wie das aussieht, ne? Okay. Yeah. Ich werd geheilt! Woo! Ja, kriegst du ja. Oh, ich kann nur einen diese scheiße Hilfsfähigkeit, dann kann ich jetzt noch einen... Huch, was war's denn? Bin wegteleportiert. Okay. Warte mal, ich will jetzt den Wassergeist noch ausprobieren. Mann, ich dachte, ich könnte beide benutzen, aber ich kann nur einen von beiden benutzen. Scheiße, warum habe ich dann den Wassergeist jetzt überhaupt ausgebildet? Das war ja voll sinnlos jetzt. Super, hätte ich auch diesen Trollsalbe nicht machen müssen. Super, habe ich zwei Fähigkeiten rausgeholt, die voll sinnlos waren. Ja gut, irgendwo gibt es zwischen so eine Skill-Zurück-Reset. Oh, sehr süß. Das ist richtig geil, Alter. Jetzt habe ich voll viele Tiergefährten. Woo! Okay, gut. Du musst die Folge beenden, ne? Damit du Bescheid weißt. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge Guild Wars 2 Mim Skyline. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.